Da, willkommen bei Midos. Wie man hören kann, ich bin leicht heise. Bisschen erkältet, macht nichts. So, ja, heute sind wir hier im Hühnerstall. Ja, nach dem Intro machen wir dann weiter. Und dann werde ich erzählen. Ich habe hier auch Späne drin, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Holzspäne, ein Stroh. Ja, ich werde demnächst noch neue Legebuchten bauen für meine Hühner. Könnt ihr sie überhaupt erkennen alle? Die sind hier, ja, da sind elf neue, ja. Ich werde Ihnen mal noch gleich noch ein bisschen von sich zeigen. Ja, eigentlich wollte ich, dass wir heute, ja, wer das schon immer mal wissen wollte, wir machen so ein Frage-Antwort-Video. Und ich würde es heute mal sagen, wenn ihr Fragen habt über uns, über, weiß ich nicht, wie groß unser Garten ist und so, schreibt sie in die Kommentare hier unter diesem Video. Dann werden wir noch ein Video machen und das beantworten. Wir sind zwar noch nicht so lange dabei, deswegen dachte ich mir, können wir das wohl mal machen. Ja, ich werde euch mal noch die Hühner so ein bisschen zeigen. Denn es sind auch Projekte hier im Stall noch neu. Den habe ich ja von meinem Vater übernommen, deswegen muss hier mal ein bisschen renoviert werden, sage ich mal so. Einige Sachen neu, die Legebuchten da, die werden neu gebaut. Futtertröge werden neu gebaut. Naja, alles solche Sachen. So, ich werde euch jetzt nochmal die Hühner schon dicht zeigen. Die sind gerade schön beim Fressen, da kann man das schön machen. Naja, so, da kann man hier sehen. Da ist der stolze Hahn. Ja, der hat schon ganz gezeppelt. Hier sind meine zwei uralten Enten. Die sind schon, die kriegen. Ja, hier das Gnadenbrot drin, die irgendwann mal sterben sie. Und, naja, die wollen gerade draußen auf dieses Wetter. Hier ist alles auf die Sitzsteine. Da sind geschlafen. Da hängt sich da alle hinten in die Ecke rein. Nehmen wir sonst noch nicht. Hier kommt. Halt rein. Gerade so eins sehe ich gerade noch da hinten. Die mauert noch so ein bisschen. Aber ansonsten geht es denen schon sehr gut. Naja, so, das war so ein kleiner Anblick von den Hühnern. Und ich zeige euch mal meine Katzen. Das eine ist die ganz, ganz liebe. Das ist die Leitkatze. Da kommt eines ihrer Kinder von diesem Jahr. Ja. Na, Schatzi. Das ist doch was. Schöne kleine Tieraufnahmen. Die ist mir zugelaufen. Die Mutti. Hm? Die hat sie schön aufgenommen. Ne, hier. Hat sie? Ja. Ja. Dann haben wir hier noch den Oberkater. Warte. Ja. Ja. Die macht keine Grundstücke. Da ist dein Bruder. Naja, da ist noch das zweite Kind. Ja, so. Ja, das ist so ein kleiner Einblick unserer Katzen. Ja, wenn ihr denn Fragen habt über sowas, immer Fragen stellen. In dem Video ist das ja. Wenn ihr gucken. Hier haben wir unsere Meerschweinchen.
drei Damen da, die Herren hier und die Katzen wollen hier rein. Das dürfen sie natürlich nicht. Das sind keine Ratten und keine Mäuse. Naja, so, das ist denn ein kleines Tiervideo von mir wieder. Ich sag mal, abonnieren, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, ist ganz wichtig. Dann können wir euch die Frage auch beantworten, denke ich mal, über uns, über, naja, das hier so. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Midos.